Ihr Lieben, ich lese noch einmal den Predigtext. Wir haben ihn schon in der alttestamentlichen Lesung gehört. Er steht in Jesaja 49, die Verse 13 bis 16. Jauchzet ihr Himmel, freue dich Erde, lobet ihr Berge mit Jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet, deine Mauern sind immer da vor mir. Amen. Ein ganz kurzer Text, ein ganz ehrlicher Text. Er startet mit Lobpreis und wir kommen gerade aus dem Lobpreis, aus dem gemeinsamen Loben unseres Herrn, aus der Dankbarkeit darüber, dass Gott Mensch geworden ist, dass wir Weihnachten feiern durften. Was für ein Vorrecht, dass wir das feiern dürfen. Seit 2000 Jahren darf die Christenheit dieses Fest begehen. Nicht immer hat sie so daran gedacht und nicht immer gab es, wie in unserer Gegend und in dieser Zeit, jetzt dafür komfortable Verhältnisse, manchmal unter schwierigsten Bedingungen, aber seit 2000 Jahren darf die Menschheit sich freuen über diesen göttlichen Trost. Genauso wie es der Prophet hier schon voraussagt und wie er es damals dem Volk Israel in einer auch gar nicht weihnachtlichen Situation zuspricht. Jauchzt ihr Himmel, nicht einfach nur ein paar Männeken. Die ganzen Himmel sollen Gott loben und dürfen es tun. Die ganze Erde soll sich freuen, die Berge sollen loben. Gott tröstet sein Volk. Und wir kommen gerade aus den Weihnachtstagen und haben diese Botschaft im Ohr, im Herzen, vielleicht auf vielen Postkarten hier und dort aufgestellt, in den Wohnungen, in den Häusern, vielleicht hat sich jemand auch ins Auto noch irgendwo hingeklebt und auf jeden Fall diese Botschaft haben wir. Ich sagte schon, es ist ein kurzer, aber ehrlicher Text. Denn nach diesem Jubelruf und nach dieser Aufforderung zum Lob, was kommt da? Habt ihr es noch im Ohr? Damals Zion, also das Volk Israel, die Stadt Jerusalem vor allen Dingen. Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. In den Jubel kommt gleich die Klage. Und das ist ganz wichtig. Nicht, dass man sagt, jetzt eine Lanze brechen für das Jammern. Aber es gibt die Situation und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht den einen oder die andere von uns heute betrifft. Dass wir sagen, Weihnachten, ein schönes Fest, ja, gut geklappt, aber es ist doch irgendwie so durchgerauscht und haben wir es geschafft. Vielleicht waren Besucher auf dem Programm, wo wir sagen, ja, das haben wir erledigt, endlich geschafft. Und jetzt kann wieder der normale Alltag und der Familienfrieden weitergehen, so im kleinen Kreis, nicht? Vielleicht sagt jemand auch, das Fest hat mich nicht richtig erreicht. Die Botschaft, nicht? Ich höre es, ja, es ist ja gut gemeint und nett und was der Pastor gesagt hat und was auf den Karten stand und ach ja, und auch die Segenswünsche zum neuen Jahr, das ist ja alles gut, aber ich stecke gerade so tief drin, ich weiß gar nicht, wie ich da raus soll. Das erreicht mich nicht. Ich fühle mich wie Zion, wie Israel damals von Gott verlassen. Und das, ihr Lieben, das möchte ich damit zunächst sagen, wenn ich von einem ehrlichen Text spreche. Das ist sozusagen gängige Praxis auch in der biblischen Botschaft, dass immer wieder auch die Klage des Menschen Gehör findet, dass die Klage des Menschen nicht unter den Teppich gekehrt wird. Und das ist so wichtig. Wir dürfen auch nach dem Fest und zwischen den Jahren ganz ehrlich Bilanz ziehen und sagen, war es das mit Weihnachten? Hat es mich erreicht? Hat mich die Botschaft zutiefst erreicht und erfüllt von der Geburt des Heilandes, von der Geburt des Retters? Oder ist das vorbeigerauscht? Und wenn ja, dann darfst du das aussprechen. Dann darfst du sagen, ich fühle mich von Gott vergessen. Dieses Weihnachtsfest ist an mir vorbeigerauscht. Herr, wo bist du? Das ist erlaubt. Die Bibel macht es uns vor, ihr Lieben. Und Gott nimmt das ernst, er hat seine Worte dazu, darauf komme ich gleich. Aber das ist so wichtig, die Bibel will nicht schönreden.
Im Alten Testament nicht und im Neuen Testament nicht. Sie will nicht sagen, heile, heile Gänschen, Schwamm drüber, Blues und was nicht alles für Möglichkeiten da sind, dass man sagt, ist ja egal, nicht? Ein bisschen Zuckerguss drüber, ein bisschen Puder, der Schnee fehlt leider zum Fest, aber nicht? Es wird schon alles gut werden. Das ist nicht die Bibel. Gott hört die Klage des Menschen. Es wird sehr wohl unterschieden zwischen Selbstmitleid und echter Klage. Das gibt es auch, dass Menschen einfach in Selbstmitleid versinken und einfach nur sich selbst bemitleiden und einfach sagen, wie schlecht es ihnen persönlich geht. Und das ist nicht das, was die Bibel uns hier zeigt. Es geht immer um Gott. Und die echte Klage, zu der uns die Bibel ermutigt, die echte Klage besteht darin, dass ich sage, Gott, wo bist du denn? Gott, wo bist du? Gott, hast du mich vergessen? Hast du mich übersehen beim Austeilen der Geschenke? Hast du mich übersehen beim Verteilen der Post? Hast du mich übersehen, vergessen, dort, wo mein Herz verwundet ist? In dieser Form dürfen wir klagen. In dieser Form machen es uns die Psalmen durch die Bank vor. Und in dieser Form sind viele Zeugen des Alten wie des Neuen Testamentes zu Wort gekommen und sagen, ja, wir müssen uns immer wieder ausstrecken nach Gott, nach dem lebendigen Gott, nach dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, nach dem Gott, der Mensch geworden ist, zu unserer Erlösung. Und wir dürfen zu Recht fragen, Herr, wo bist du? Und wo bin ich in deinen Augen? Hast du mich übersehen? Und Gott antwortet. Gott geht nicht einfach weiter und sagt, wer jetzt noch Fragen stellt, der stört. So ist das manchmal in manchen Situationen des Alltags. Das kann mal am Familientisch sein, dass man sagt, jetzt aber Ruhe, wir müssen weitermachen. Oder das kann in einer Firma sein, dass man sagt, jetzt aber Schluss mit den Einwänden, wir müssen das Projekt voranbringen. Und das gibt es an vielen anderen Stellen auch, vielleicht manchmal sogar in einer Gemeinde, dass man sagt, jetzt aber Schluss mit den ganzen Einwänden, wir wollen, Punkt, Punkt, Punkt. Gott redet. Gott hört die Klage. Gott hört es, wenn sein Name genannt wird. Und wenn ein Mensch sagt, hat Gott mich vergessen, dann horcht Gott auf. Und wenn ein Mensch sagt, ich kann mit diesem Kind in der Krippe, das Jesus heißt, das Immanuel genannt wird, wir haben es gerade gesungen, habe den Zugang nicht so richtig, das hört Gott, das hört der dreieinige Gott. Wenn sein Name genannt wird, hört er. Und er antwortet. Und die erste Antwort, die er gibt, ich habe die Antwort in dreierlei Form heute zum Mitzählen, die erste Antwort ist nein, ich vergesse dich nicht. Ich vergesse dich nicht, sagt Gott, sagt der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Hudson Taylor, der China-Missionar, hat es einmal gesagt, als ich ein Kind war, dachte ich, Gott wird mich nicht vergessen. Als ich selber Kinder hatte, wusste ich, Gott kann mich nicht vergessen. Gott kann mich nicht vergessen. Und jeder, der Kinder hat, weiß das. Weiß das wie Hudson Taylor vor vielen Jahren. Und weiß das, wie es Gott ums Herz ist, wenn er seine Menschenkinder sieht, wenn er dich und mich sieht. Er macht sich Gedanken, er macht sich Sorgen, er kann sein Kind nicht vergessen. Weder die Menschen, die schon Ja zu ihm gesagt haben, noch die Menschen, die es noch gar nicht begriffen haben, noch genauso wenig die Menschen, die sich bisher gegen ihn gestellt haben. Gott kann seine Menschen nicht vergessen, es sind seine Geschöpfe, sie kommen aus seinem Willen. Wir kommen aus seinem Willen. Es ist sehr wohl heute die Realität, das wissen wir. Und wenn wir Zeitung lesen, Nachrichten schauen und so weiter, dann wissen wir, und manchmal kommt einem das erschreckend nahe, dass Menschen ihre Kinder vergessen können. Und das ist eine bittere Wahrheit, aber sie war schon vor Jahrtausenden so. Sogar der Prophet, sogar Gott selber sagt, selbst wenn eine Frau ihr Kindlein vergisst, wir lesen das in der Zeitung, ja? Es gibt Prozesse, auch in unserem Landkreis, die davon handeln. Es ist nicht weit weg. Menschen, Väter und Mütter können ihre Kinder vergessen.
Menschlich passiert das. Eine ganz bittere Sache. Sie wird in der Bibel nicht verschwiegen. Es ist nicht schöne, nette Familie. Das ist nicht das Bild. Es kann passieren, bis hin zu ganz schlimmen Verbrechen an den Kindern. Es sind die Abgründe des menschlichen Herzens. Und Gott sagt, ja, es passiert. Aber selbst wenn das unter euch Menschen passiert, ich vergesse dich nicht. Ich habe dich auf dem Herzen. Ich muss Tag und Nacht an dich denken, sagt Gott. Gott hat Erbarmen mit dir. So wie du dich danach sehnst, dass du Gottes Liebe empfängst, dass du seine Gnade, seine Wärme, seine Geborgenheit erfährst. So und noch viel mehr sehnt Gott sich nach dir. So sehr wie du dich nach ihm ausstreckst, umso mehr, noch viel mehr streckt Gott sich nach dir aus und sagt, ich habe dich so auf dem Herzen, ich verzehre mich nach dir. Und die ganze Botschaft von Weihnachten mündet darin, dass Gottes Sehnsucht konkret wird und dass er sich nicht einfach nur sehnt und sich verzehrt, sondern dass er sagt, ich werde Mensch. Ich halte es nicht länger aus in meinem Himmel, in meinem Heiligtum, in meiner Ewigkeit, in meiner Allmacht, in meinem Licht. Nein, ich werde klein. Ich muss zu dir. Ich muss zu dir. Ich möchte ganz nah bei dir sein. Ein Mensch aus Fleisch und Blut, den du anfassen kannst, der ein Gesicht hat, der eine Stimme hat. Und genau darum wurde Gott Mensch. In seiner Sehnsucht konnte er nicht in der Ewigkeit bleiben. Seine Liebe hat ihn dazu getrieben. Nichts hat dich getrieben. Zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Leben. Gott sagt, ich vergesse dich nicht. Ich kann dich nicht vergessen, sagt Gott. Und es geht dann weiter, das ist der zweite Punkt seiner Antwort. Ich will dich nicht vergessen, sagt er, siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Jetzt überlegen wir, nehmt eure Hände ruhig vor Augen. Im Moment sind sie wahrscheinlich alle sauber. Nehme ich mal an jetzt, genau. Aber es gibt ja Situationen, da neigt man manchmal dazu, vielleicht die Hand zu beschriften. Das kann mal irgendwo unterwegs sein, dass man sagt, ich muss mir eine Telefonnummer aufschreiben, zack, mal eben notieren. Das kann sein, dass man vielleicht auch auf eine Arbeit oder Klausur zugeht. Ich weiß ja nicht, wie es den Schülerinnen und Schülern unter uns geht, ist jetzt ein paar Tage her schon und im Januar geht der Marathon weiter, nicht? Es gab zumindest immer dann mal früher die Versuchung, dann zu sagen, ich muss mal eine kleine Notiz machen, nur so eine Gedankenhilfe, in die Hände gezeichnet, der Spickzettel in der Hand. Was Gott hier meint, geht noch viel weiter. Er sagt nicht, es könnte sein, dass ich unterwegs dich vergesse, ich schreibe mir mal eben den Namen auf, Peter. Nein, das ist nicht Gottes Weise. Das ist nicht das, was er hier meint. Es geht viel, viel tiefer. In die Hände gezeichnet, er meint tätowiert, eingeritzt. Da fließt Blut. Das geht tiefer, nicht einfach nur so ein bisschen, was dann nach zweimal Händewaschen wieder weg ist, sondern es geht viel, viel tiefer. Und Gott sagt, so wertvoll bist du mir. So wertvoll, dass ich dich, deinen Namen, deine Person, dass ich mir das einritze, ich will dich nicht vergessen und darum habe ich dich in der Hand. Und jedes Mal, wenn ich meine Hände vor Augen habe, sehe ich dich, spüre ich dich, weiß ich, wie sehr ich dich lieb habe. Und das hat Gott getan, ganz ehrlich. Wir bleiben ja nicht beim Kind in der Krippe stehen, wir gehen mit dem Mann von Nazareth mit. Und er hat nicht nur gepredigt, sondern das Ziel und die Erfüllung seines Lebens hier auf der Erde war das Kreuz von Golgatha. Er hat die Nägelmale. Er ist ans Kreuz genagelt worden. Seine Hände durchbohrt. Für dich. Und er sagt sich jedes Mal, wenn er diese durchbohrten Hände sieht, ich vergesse dich nicht, ich habe dich vor mir. Das habe ich für dich getan. Gott erinnert sich an dich. So sehr liebt er dich. Ich habe mich manchmal gefragt,
wenn wir vom Christus, vom Auferstandenen hören, warum der Auferstandene noch Nägelmale hat. Ist euch das präsent aus den Ostergeschichten, in den Evangelien? Der Gekreuzigte und Auferstandene erscheint seinen Jüngern und er zeigt ihnen die Wundmale. An den Händen, an den Füßen, an der Seite. Er zeigt sie ihnen. Und wir denken, ist da Gott ein Fehler unterlaufen? Bei der Auferweckung Jesu Christi, bei dieser neuen Schöpfung, hat er da was übersehen und einen alten Fehler, also eine Verletzung vielleicht nicht richtig ausgemerzt? Das lässt ja uns zweifeln vielleicht. Wir wollen ja selber auch alle in den Himmel, wollen in die Ewigkeit, wollen wiederhergestellt werden. Und was ist, wenn dann plötzlich so ein Makel, eine Verletzung von damals mitgeht in den Himmel? Wollen wir das? Ist ihm dabei Jesus irgendwas unterlaufen? Nein. Es ist volle Absicht Gottes. Die Nägelmale trägt der Auferstandene. Und er trägt sie nicht nur für uns, sondern für sich. Weil Jesus Christus damit in der ganzen Ewigkeit weiß, was er bezahlt hat für dich, für dein Leben, für deine Errettung. Und darum kann er dich nicht vergessen. Er hat sein Leben gegeben und in aller Ewigkeit, in der es keinen Schmerz, keine Tränen mehr gibt, weiß er doch, hier sind die Wunden. Und damit bist du freigekauft. Damit bist du erlöst. Das ist Weihnachten, Karfreitag und Ostern auf einen Tag in dieser Botschaft. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Ich kann dich nicht vergessen. Ich will dich nicht vergessen. Ich werde dich nicht vergessen. Meine Wundmale erinnern mich in der ganzen Ewigkeit an den Preis, den ich für dich gezahlt habe, sagt Jesus Christus. Und darin liegt die ganze Erlösung, darin liegt die ganze Vergebung unserer Sünden, unserer Schuld. Wisst ihr, das ist ja das Evangelium. Karfreitag, Ostern. Das bedeutet ja nicht, wir können jetzt einfach so weitermachen, dann haben wir das Fest auch geschafft und so weiter. Nicht? Das ist ja noch ein Vierteljahr hin, aber es geht ja darum, diese Botschaft von Gottes Liebe, von Gottes Barmherzigkeit, die Botschaft davon, dass Gott uns nicht vergessen hat, dass er dich nicht vergessen hat, das verändert unser Leben. Das gibt uns eine neue Grundlage. Und die Grundlage ist die Vergebung deiner Schuld und meiner Schuld. Die Grundlage ist, er hat den Preis für dich bezahlt. Gott vergisst das nicht. Und Gott steht darum für dich ein. So wertvoll bist du ihm. Er wird dich nicht fallen lassen. Bleib einfach bei ihm. Bleib in seiner Gnade. Du darfst Vergebung empfangen bei ihm. Und wenn es etwas gibt, was dich schmerzt, was dich umtreibt, wo du vielleicht sagst, wo dir vielleicht auch in diesem Moment etwas deutlich wird, da ist noch etwas und vielleicht nur der Hauch eines Schattens zwischen Gott und dir. Ein Argwohn. Das muss gar nicht ganz konkret so eine große Schuld sein, die du auf dich geladen hast. Es kann manchmal einfach nur so ein leises Misstrauen sein. Ich habe Gott nicht genug vertraut. Manchmal, ihr Lieben, ist das auch Stolz. Nicht? Das sind all die Sünden, die man nicht sieht. Nicht? Man kann einen Diebstahl beziffern, man kann einen Ehebruch mit dem Finger anzeigen und so weiter. Nicht? Aber das, was da so an menschlichen Herzensregungen da ist, an Stolz, an Hochmut, an Eigensinn, an Misstrauen gegenüber Gott, das lässt sich ja nicht greifen. Aber das ist das, was viel mehr plagt. Auch uns, die wir gläubig sind und mit Christus leben. Und manchmal ist genau das der Punkt, der zwischen Gott und dir steht. Und wo dann man erst das Gefühl hat, ich hole ein bisschen aus, wo man das Gefühl hat, Gott hat mich vergessen und irgendwie ziehe ich hier den Kürzeren und so weiter und so fort. Das gibt es ja manchmal, dass man im Leben in so ein Denken hineinrutscht. Und dieses Denken kommt nicht aus einer Realität heraus, es kommt meistens aus einem verletzten Stolz heraus. Und auch das darf unters Kreuz, ihr Lieben. Auch das darf vor Gott bekannt werden, darf vor Christus gebracht werden, damit er vergeben kann, damit seine Wundmale auch dort dir Hilfe und Heilung und Vergebung und Reinigung schenken. Du und ich, wir brauchen das. Was meint ihr, wie oft ich gerade mit diesen verborgenen Sünden immer wieder zum Herrn komme? Es beschäftigt, es belastet, es drängt sich immer wieder rein. Gedanken des Hochmutes, Gedanken, ich weiß es besser, Gedanken des Selbstmitleides.
Und wie wichtig ist das? Ich merke es für mich selber, wie wichtig ist das, damit immer wieder zu Christus zu gehen und zu sagen, Herr, hier hast du das. Alles, was in meinem Herzen Kraut und Rüben ist, durcheinander geht, wo sich diese allzu menschlichen Empfindungen reinschleichen. Und Jesus, ich bringe dir das, ich bitte dich um Vergebung. Und Jesus sagt, ich vergebe dir, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Du gehörst zu mir, ich habe für dich bezahlt, auch für diese verborgenen Sünden. Und das dritte und letzte. Deine Mauern sind immer da vor mir. Auch da müssen wir gedanklich kurz ausholen. Als der Prophet im Namen Gottes diese Worte gesagt hat, lag Jerusalem in Schutt und Asche. Der Tempel zerstört, die Mauern Jerusalems einfach nur ein Schutthaufen. Ein Steinbruch für die Leute, die da noch irgendwo in und um Jerusalem herum hausten. Ich habe selber sowas Ähnliches in meiner eigenen Geschichte sozusagen oder Herkunftsort. Ich komme ja aus Hude in Niedersachsen, Landkreis Oldenburg. Das war eigentlich nur irgendwie so eine Ansammlung von Bauernhöfen irgendwo in der Pampa. Und das, was diesem Ort einen gewissen Kern gegeben hat, ist ein Zisterzienserkloster. Und da haben über viele Jahrzehnte von dem Jahr 1234 an, war so leicht zu merken in der Schule, 1, 2, 3, 4, nicht? Haben über diverse Jahrzehnte dann die Mönche gelebt, haben Gottesdienst gefeiert und so weiter und so fort. Aber dann änderten sich die Zeiten. Die Mönche flüchteten über den Klosterweg, der ins Moor hineinführte. Ja, und das Kloster blieb dort stehen. Unbewohnt. Bauern sind praktische Menschen. Ich bin ja selber einer. Ich hoffe, ich bin praktisch genug. Auf jeden Fall sagten sie, was sollen wir von weit her Steine holen? Dort sind doch Steine. Die nehmen wir. Und dann wurde viel weggekarrt. Ist noch einiges stehen geblieben und das ist heute denkmalgeschützt. Aber man hat sich einfach was geholt, um seine eigenen Häuser fester zu machen. Und wenn die Häuser standen, dann vielleicht auch noch den Schweinestall damit zu befestigen. So hat man es über viele Jahrhunderte gemacht. In dem Moment, als der Prophet spricht, ist von den Mauern Jerusalems so gut wie nichts mehr über. Nur noch Schutt und Asche. Nur noch ein Trümmerhaufen. Wenn ihr ein bisschen Zeit habt diese Tage, lest das Buch Nehemia. Er macht eine Bestandsaufnahme. Als er dann eines Tages kommt, sieht er das, hat davon schon gehört und es treibt ihn in die Tränen. Es treibt ihn zum Heulen. Und dann geht er dahin und macht nachts dann einen Rundgang und guckt sich das genau an und so weiter. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Das Buch Nehemia spricht davon, wie dann die Mauern wieder aufgebaut werden. Aber als der Prophet hier im Namen Gottes spricht, ist noch alles Wüste. Und Gott sagt, deine Mauern sind immer da vor mir. Gott sieht das, was gewesen ist und Gott sieht das, was werden soll. Aus der Stadt Jerusalem. Gott sieht das, was werden soll. Deine Mauern sind immer da vor mir. Und das ist die gute Nachricht auch für dich und mich, für uns heute. Dass wir nicht nur daran denken, Gott hat mich nicht vergessen, irgendwie denkt er an mich und ist Mensch geworden und er hat mir irgendwie die Schuld vergeben, sondern Gott hat noch etwas mit dir vor. Und er sieht vielleicht betrifft es dich persönlich, dass du sagst, in einem bestimmten Bereich meines Lebens liegt etwas in Schutt und Asche. Das kann im Größeren sein, das kann etwas Kleines sein. Und das kann manchmal auch das eigene Herz sein. Da liegt etwas in Schutt und Asche. Und das ist nicht in Ordnung, das ist nicht gut, das treibt mich manchmal zu den Tränen, das macht mich fix und fertig. Und Gott sagt, ich habe ein Bild von dir, wie es werden soll. Das ist nicht ein Bild, das ein Mensch dem anderen einfach mal eben schnell sagen kann, du, ich habe da was für dich und das kann jetzt so und so werden. Unsere menschlichen Ratschläge greifen manchmal nur ganz kurz und haben manchmal schon eine Halbwertszeit von wenigen Stunden und dann war es das. Sie trösten nicht immer. Viel wichtiger, und davon möchte ich sprechen, ist das, was Gott mit dir vorhat. Nicht das, was wir Menschen einander immer als Ratschläge geben können, sondern das, was Gott mit dir vorhat. Und dann gibt es einen Bereich, da sagst du, da wächst doch nur Unkraut, das
Vor vielen Jahren war das mal toll, blühende Landschaft. Und jetzt ist das einfach nur Schrott. Einfach nur ein Steinbruch. Hier und da kann ich mal ein bisschen was gebrauchen und verbaue das in meinem Leben woanders weiter. Nicht? Wie so eine Ruine, die so ein bisschen, wo einfach als Steinbruch sich geholt wird, was man so braucht. Und Gott sagt, ich möchte das in deinem Leben an dieser Stelle, dort, wo du die Asche siehst, dort, wo du den Schrotthaufen siehst, ich möchte, dass es dort neu wird. Und ich möchte, dass du dort zu neuer Kraft und Freude durchdringst. Und ich habe etwas mit dir vor. Etwas, was du noch nicht siehst und wo du nicht weißt, wie das werden soll. Gott weiß es. Denn Gott hat dieses Bild vor sich. Und es kann sein, dass man ein Leben lang vielleicht damit unterwegs ist, mit einer Verheißung, die sich nie richtig erfüllt, wo man alt und älter wird. Aber ihr wisst ja, das lernen wir in der Bibel ja auch, die Heilsgeschichte wird ja nicht nur mit jungen Teenagern wie der Maria geschrieben, nicht? Die war 14, 15 Jahre alt, sondern auch mit alten Leuten. Mit einem Abraham, der im zarten Alter von 75 Jahren aufbrach, um dann das gelobte Land schon mal zu durchkreuzen. Und mit vielen, vielen anderen. Mose, der nach einer zweifelhaften Karriere 80 Jahre alt war, als er diesen kleinen Nebenjob bekam, das Volk Israel ins gelobte Land zu führen. Das war ja auch schnell erledigt, 40 Jahre. Und so weiter. Ihr erinnert euch, Zacharias, Elisabeth, junge Leute, nicht? Gerade frisch verheiratet, nichts da. Die Bibel spricht im Alten wie im Neuen Testament von vielen Menschen, die an den Grenzen des Möglichen waren und die nicht wussten, wie es morgen weitergeht und die eine tiefe Wunde im Herzen hatten und die nicht wussten, was Gott noch mit ihnen vorhat. Und das Wunderbare in der Bibel ist, dass immer wieder davon erzählt wird, was Gott mit ihnen tut. In seiner Macht, in seiner Kraft, während menschlich schon alles aus war. Aber Gott tut, weil Gott ein Bild von dir hat, was aus dir werden soll. Und das betrifft junge Leute, die noch nicht wissen, was sie studieren oder irgendwann mal lernen sollen, genauso wie alte Leute, die sagen, ich bin am Ende der Fahnenstange angelangt, ich bin nicht mehr zu gebrauchen, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mich ermutigt das, wenn ich dann höre manchmal von Leuten, die sagen, wir haben jetzt ziemlich rangepowert unser Berufsleben lang, und die dann im Ruhestand sagen, okay, wir haben so ein leidliches Auskommen, aber wir gucken mal, was Gott mit uns noch vorhat in dieser Stadt, in der es so drunter und drüber geht. Und dann gehen sie betend durch die Stadt und Gott zeigt ihnen Schritt für Schritt, was zu tun ist. Und die sind beschäftigt, aber sowas von. Nur ein kleines Beispiel. Selbst wenn menschlich alles am Ende zu sein scheint, Gottes Weg mit dir ist damit noch lange nicht zu Ende. Gott trägt das Bild von dir, was aus dir werden soll, aus deinem Leben, aus deinem Dienst, aus deiner Hingabe und aus deinem Herzen. Gott trägt dieses Bild schon vor sich. Gott hat es schon vor Augen, selbst wenn du noch überhaupt nicht weißt, wie das wird. Aber das ist sein Zuspruch für dich heute, dass du das mitnimmst. Gott weiß es schon für dich. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Der dreieinige Gott arbeitet an dir. Manches und vieles geschieht im Verborgenen. Schön wäre es, wenn man dann immer sehen könnte. Das ist ja das, wonach sich alle Computerfachleute sehnen, wenn dann der Balken des Arbeitsprozesses dann von links nach rechts wandert und man merkt, ah, es geht voran. Nicht? Wehe immer, wenn es stehen bleibt. Nicht? Wir denken manchmal, es ist alles stehen geblieben, das ganze System hakt. Gott handelt im Verborgenen. Gott handelt an dir und Gott segnet dich und will dich weiter gebrauchen. Dein Bild, das, was aus dir werden soll, das ist in seine Hände gegeben und er hat es vor sich und er wirkt. Amen. Lasst uns einen Moment in der Stille bleiben.